Ihr lieben Freunde meines Kanals, ich möchte heute mit euch über die ganze Aufregung bezüglich des neuen Mythos Gear Upgrades ab Devolve Within sprechen. Aufregung sagt es ja schon, das Ganze ist ein Thema in der Community. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen und fragt euch, hä, worum geht's denn da jetzt eigentlich? Was ist denn da jetzt die große Sache dahinter? Darüber werden wir heute sprechen. Dafür befinde ich mich gerade auch auf dem TWW-Beta-Server, deswegen gibt es auch vielleicht hier und da einen kleinen Spoiler, deswegen hier einfach eine Warnung an der Stelle. Denn das Ganze sehen wir noch nicht im Pre-Patch, das sehen wir nur in der Beta. Denn wenn wir jetzt mal in das Raid-Journal reingehen und wir gucken uns den ersten Raid an, Palast der Neruba, das wird der Raid für Season 1. Und da können wir uns auch schon die Items anschauen auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch. Und was wir hier sehen ist, dass die Aufwertungsstufe 6 von 6 Mythos sein wird. Teilweise droppen die Items auch schon auf 4 von 6 Mythos, aber es sind 2 Aufwertstufen mehr als jetzt noch in Dragonflight. Da hat Mythos Gear nämlich nur 4 Aufwertstufen. Ab The War Within, zumindest in Season 1, wird Mythos Gear insgesamt 6 Aufwertstufen haben und damit ein maximales Item-Level von 639 erhalten. Und wenn wir uns jetzt mal alle Aufwertpfade von The War Within anschauen, dann sehen wir, dass Held 6 von 6 wird ein maximales Item-Level von 626 haben, Champion 8 von 8 wird 619 haben und Mythos 6 von 6 hat dann 639. Und damit ist Mythos Gear einfach mal 13 Item-Level über Held-Gear. Und wenn wir das jetzt mal mit Dragonflight vergleichen, da wird es nämlich sehr interessant, da sehen wir, dass Held 6 von 6 kommt auf 522 und Mythos 4 von 4 auf 528. Also in Dragonflight ist der Unterschied zwischen Held und Mythos komplett aufgewertet, sind 6 Item-Level, in The War Within einfach mal 13 Level. Und das macht natürlich das Mythos-Gear in The War Within nochmal um einiges stärker und erzeugt damit eine viel breitere Lücke zwischen Mythos und Held und vor allem auch Mythos und Champion. Also jetzt nur mal angenommen, ihr raidet NHC und spielt kleine Keys, so Zweier-Keys, Vierer-Keys, dann bekommt ihr größtenteils Champion-Gear und das könnt ihr bis 619 aufwerten und seid damit einfach mal 20 Item-Level pro Item unter einem voll aufgewerteten Mythos-Item. Und klar, der Unterschied zwischen einem NHC-Raid und dem Mythos-Raid, da brauchen wir nicht drüber reden, der ist natürlich groß. Aber wenn wir da mal einen Blick auf den HC-Raid werfen und da droppt ja dann Held-Gear, dann merken wir eben sehr schnell, dass da wirklich eine gewisse Lücke existiert, weil gleichzeitig könnt ihr ja auch 8er oder 9er Keys laufen und wenn ihr sowieso schon mit Held-Items ausgerüstet seid, dann könnt ihr auch locker 8er, 9er Keys laufen und euch so nach und nach Mythos-Items erarbeiten. Und diese Mythos-Items sind dann einfach deutlich performanter als die HC-Items, also deutlich performanter noch im Vergleich, als es jetzt sowieso schon der Fall ist. Denn jetzt ist der Unterschied voll aufgewertet 6 Item-Level, dann werden es 13 Item-Level sein. Und wenn wir dazu noch bedenken, dass wir Mythos-Items über M+ lediglich aus der Vault bekommen, also ein Item maximal pro Woche, wenn dieses Item dann für euch auch wirklich eine Verbesserung darstellt, beziehungsweise wenn ihr auf dem Slot noch kein Mythos-Item habt. Und das Ganze bewirkt natürlich nichts Geringeres, als dass Blizzard den Mythos-Raid-Content nochmal weiter nach vorne pushen will und die Benefits, die ihr aus Mythos-Raiden bekommt, einfach nochmal höher ansiedelt. Denn ihr bekommt natürlich auch weiterhin nirgendwo so schnell Mythos-Items wie aus dem mythischen Raid. Das ist ja auch aktuell so. Und der Item-Level-Vorsprung, der wird dann wirklich super relevant werden. Und das sorgt bei Spielern von HC-Raids oder bei M+-Spielern gerade für so ein bisschen Frust, weil es eben nicht so schnell geht, sich über M+ diese Items zu besorgen. Und die Spieler, die eher HC-Raid spielen, die denken sich jetzt, okay, mein Gear wird jetzt im Vergleich Dragonflight The War Within nochmal deutlich schwächer. Allerdings so ein voll aufgewertetes Item, das müsst ihr auch erstmal bekommen und das bedeutet natürlich grinden. Und dazu habe ich diesen Tweet gefunden, dessen Autor das dankenswerterweise mal zusammengerechnet hat. Also aktuell in Dragonflight ist es so, dass wenn ihr alle Items auf Mythos komplett aufwerten wollt, müsst ihr entweder 45 In-Time M+ Runs schaffen, mindestens 6er Keys laufen, also quasi 16er Keys. Mittlerweile durch das Rework sind es ja die 6er Keys, damit ihr auch die nötigen Wappen bekommt.
oder ihr erledigt insgesamt 54 Raid-Bosse, um die Wappen zu bekommen. Das müsst ihr aktuell in Dragonflight leisten. Ab The War Within, davon ausgehend, dass die Anzahl an Wappen, die ihr bekommt, dieselbe bleibt, das kann sich natürlich auch nochmal verändern, müsstet ihr entweder 98 In-Time M-Plus Keys laufen oder 117 Raid-Bosse erledigen. Und wenn wir davon ausgehen, dass der Palast der Neruba insgesamt 8 Bosse hat, sind 117 durch 8 sind insgesamt 14,625. Also ihr müsst 15 IDs mythisch raiden, um nur über den mythischen Raid die Wappen zu bekommen, um das Gear komplett aufzuwerten. Natürlich könnt ihr da auch noch ein bisschen hin und her mixen. Natürlich könnt ihr auch zwischendurch Keys laufen. Das ist natürlich klar. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Aber das soll nochmal zeigen, wie viel aufwendiger es jetzt wird, sich dieses Gear zu erarbeiten. Wie gesagt, unter der Prämisse, dass Blizzard die gleiche Anzahl an Wappen droppen lässt, wie es auch jetzt in Dragonflight schon der Fall war, dann eben auch in The War Within. Und soweit mir bekannt, da dürft ihr mich aber gerne korrigieren, ist es noch gar nicht raus, ab welcher Key-Stufe wir in der Vault ein Mythos-Item über M+ bekommen. Aktuell sind es 8er Keys, also früher 18er Keys, jetzt 8er Keys. Ich habe aber auch schon gehört, dass es in TWW 9er Keys werden sollen. Ja, wie ist das Ganze für euch? Ehrlicherweise ist das ein Thema, das ist so für die oberen 1-5% der Spieler wirklich relevant. Also die Leute, die dann wirklich auf Mythos-Gear spielen. Da zähle ich mich persönlich gar nicht mit dazu, obwohl ich schon ein paar Mythos-Teile jetzt auch in Season 4 habe. Ich erspiele mir die über M+. Ich bin aber kein Mythisch-Raider. Aber M+ ist auch mal ein bisschen einfacher. Deswegen gibt es ja auch nur ein Mythos-Teil pro Woche. Über den Raid ist es ja dann wesentlich schwerer. Ja, ich sehe das Ganze wirklich so, dass Blizzard hier den Raid-Content nochmal pushen möchte, vor allem eben den mythischen Raid-Content und nochmal sagen möchte, hey, wer sich wirklich die Arbeit macht, wer Cutting Edge spielt, wer mythisch raidet, der soll auch dafür das allerbeste Gear kriegen und die Lücke wird einfach wieder größer im Vergleich zu den anderen Gear-Stufen. So ein bisschen wie es ganz früher war, als dieses mythisch Raid-Konzept eingeführt wurde. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber auf jeden Fall sieht es danach aus, dass Blizzard mythisch Raider mehr belohnen möchte. Und ja, vor allem die HC-Raider und die M+-Spieler, die sind da gerade ein bisschen am struggeln, weil sie noch nicht wissen, wie sich das dann auf sie auswirkt. Die HC-Spieler können ja zumindest die ersten zwei Mythos-Ränge quasi noch über Held mit aufwerten, denn Held 6 von 6 ist Mythos 2 von 6 insgesamt. Also ein bisschen kommen die Held-Spieler ran. Es fehlen ihnen dann aber eben wirklich die letzten 4 Ranks. Denn in Dragonflight waren es eben nur 2 Ranks, die ihnen gefehlt haben. Jetzt in The War Within fehlen ihnen ganze 4 Ranks. Und beim Gear, wenn man sich auf diesem Level befindet, ist das eben wirklich aussagekräftig. Und die großen Leidtragenden, das sind dann wirklich die M+-Spieler. Denn denen fällt es dann eben auf, dass das mythische Raid-Gear deutlich mehr Item-Level hat als das M+-Gear. Wie gesagt, ihr bekommt aus der Kiste am Ende bekommt ihr nur Held und nur ein Mythos-Item pro Woche. Also im Vergleich M+ gegen mythischer Raid sind da die Spieler vom Gear her, kommen die da einfach schneller an die Items ran. Auf der anderen Seite ist es natürlich wesentlich leichter, über M+ an die Marken zu kommen, denn ihr benötigt dafür aktuell in Season 4 benötigt ihr 6er Keys. Mal gucken, wie es dann in Season 1 von TWW wird. Und ihr könnt ja pro Woche nur 8 Raid-Bosse besiegen, dann habt ihr die ID voll. Ihr könnt aber unendlich viele M+-Keys laufen und kommt so schneller an die Marken. Das ist aber eher ein Vorteil für die Mythisch-Raider, dass sie halt schneller die Marken bekommen und ihre Mythisch-Items damit aufbessern können. In den gängigen Mythisch-Gilden und Stammgruppen ist es ja auch super üblich, dass es da M+-Gruppen gibt, eben genau für diesen Zweck, dass ihr schnell an die Wappen kommt. Auf der anderen Seite, wenn ihr M+-Spieler seid, dann habt ihr es ein bisschen schwerer, in eine Mythisch-Gruppe reinzukommen, vor allem wenn ihr HC nicht geradet habt, wenn euch die Achievements fehlen, wenn euch das Gear fehlt. Und deswegen, wenn ihr natürlich dann über M+ euch ausrüsten wollt, da seid ihr jetzt mit insgesamt 98 In-Time gelaufenen Keys, plus ihr müsst ja auch mit jeder Woche ein Item, müsst ihr auch erstmal die Mythos-Items bekommen, seid ihr da wirklich schon ganz schön hinten dran. Plus es ist gar nicht so einfach, auch immer die Teile über M+ zu bekommen, die man auch gerne haben möchte. Einfach hat man es da noch beim Klassenset, das kann man sich ja einfach dann über den Umwandler dann einfach in das passende Teil umwandeln. Bei den anderen Items über die Vault ist es natürlich ultimatives Würfelglück. Ja, wie seht ihr das Ganze? Schreibt es mir
in die Kommentare. Da bin ich sehr gespannt, was da so eure Meinung zu ist. Da können wir auch gerne noch ein bisschen debattieren und diskutieren. Ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, BB, euer Hyuga.